Hallo, dir gehen diese ganzen Ratschläge auf den Geist, dass du unbedingt eine Privathaftpflichtversicherung brauchst? Ist doch bisher auch immer alles gut gegangen. Und die 3, 4 oder 5 Euro im Monat, die so eine Versicherung kostet, kannst du doch sicherlich viel, viel, viel sinnvoller ausgeben, oder? Stimmt. Ich zeige dir im folgenden Video, wann du wirklich keine Privathaftpflichtversicherung brauchst. Erstens, und das ist der Idealfall, du hast quasi unbegrenzt Kohle. Wenn du also einen Dritten schädigst, zahlst du den Schaden einfach aus der Portokasse. Du hast ja genug. Bei Versicherungssummen von 5, 10 oder sogar 50 Millionen Euro kannst du ja zur Not ein Chalet in der Schweiz oder ein paar Bitcoins verkaufen. Alles kein Problem. Du brauchst wirklich keine Privathaftpflicht. Du hast nichts und du hast auch niemals vor, zu Geld zu kommen. Wenn du einen Dritten schädigst, bist du zwar haftbar, wirst aber niemals einen größeren Schaden bezahlen können. Echt blöd für den Geschädigten, aber dich juckt's nicht. Du musst es für dich wissen, ob das cool ist oder nicht. Für den Geschädigten eher nicht. Übrigens, die Ausrede, du hättest zu wenig Kohle, zählt ausnahmsweise nicht. In den meisten Fällen übernimmt das Amt die Versicherungsbeiträge, gerade wenn du Grundsicherung beziehst. Ach so, und noch ein Tipp für alle Versicherungsverweigerer. Nimm ab sofort nicht mehr an Gewinnspielen teil. Kein Online-Poker, noch nicht einmal Lotto, weil du auch mit zukünftigen Vermögen haftest. Ach so, und ans Erben brauchst du auch nicht zu denken. Wenn du so drauf bist, brauchst auch du keine Privathaftpflicht. Drittens, du bist Robinson Crusoe. Du lebst allein auf einer einsamen Insel, alles ringsherum gehört dir. Somit kannst du keinen Dritten schädigen, weil es eben keinen anderen außer dir gibt. Wie guckst du dieses Video? Mit deinem eigenen PC? Okay, lassen wir mal solche Kleinigkeiten wie Datenhaftung raus oder Umweltschäden und Umwelthaftung. Auch in dieser Situation brauchst du keine Privathaftpflichtversicherung. Zumindest so lange nicht, bis Freitag kommt. Viertens, und das trifft wohl am häufigsten zu. Du bist irgendwo, beziehungsweise richtigerweise, bei irgendwem mitversichert. Du wohnst noch bei deinen Eltern und bist in Ausbildung. Wenn deine Eltern eine Privathaftpflichtversicherung haben, bist du in der Regel im Familientarif mitversichert. Schau dir aber bitte dringend die Versicherungsbedingungen an, weil bei manchen Verträgen bist du ab 18 raus oder wenn du die Ausbildung abgeschlossen hast oder eine eigene Wohnung bewohnst. Auch wenn du mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenziehst, der schon eine PAV hat, dann bist du je nach Tarif kurzfristig oder sogar dauerhaft mitversichert. Wenn bisher ein Single-Tarif bestand, sollte er aber auf einen Partner- oder Familientarif erweitert werden. Aber auch dann brauchst du keine eigene Privathaftpflicht. Und fünftens, du bist selbstständig und hast eine Betriebshaftpflichtversicherung. In der Regel beinhaltet eine solche Betriebshaftpflicht auch eine Privathaftpflichtversicherung. Zumindest aber mal in der Grunddeckung. Du wirst hier etwas über Subsidiärdeckung lesen. Diesen Begriff erklärt dir aber gerne der Berater, die Beraterin deines Vertrauens während der berühmten Kaffee- und Keksestunde. Aber auch in diesem Fall brauchst du nicht zwingend eine PHV. Ich finde schon erstaunlich, in wie vielen Fällen du eigentlich keine eigene Privathaftpflichtversicherung brauchst, wenngleich einige Beispiele sicherlich provokant oder konstruiert sind. Deshalb kann ich dir auch nicht wirklich dazu raten, auf diese wichtige Absicherung zu verzichten. Genauso wenig wie zu einem Schnellschuss über Vericheck. Denn es gibt tatsächlich einige Einschlüsse in der Privathaftpflicht, die für dich sehr schnell sehr wichtig sein können. Nutze die Vorweihnachtszeit für ein Gespräch mit dem Berater vor Ort oder buche eine Telefon- oder Online-Beratung bei mir. Alles dazu findest du unten im Video. Privathaftpflicht ist und bleibt wichtig und Ausreden zählen wirklich nicht, denn die Beiträge sind für jeden leistbar, auch für dich. Ich sage bis morgen, bleib positiv, bleib produktiv und vor allem bleib gesund, euer Thomas Schneider.